herzlich willkommen hier am Strand vom Prival, wo wir uns angeschaut haben, wie der Sand erneuert wird. Dann haben wir einen Blick auf die großen Fähren geworfen und dann ging es mit der Personenfähre rüber nach Travemünde. Heute wollten wir in Travemünde ein wenig bummeln und die Mädels wollten natürlich ein wenig shoppen. Wir hoffen, der Film gefällt euch und ihr habt ein wenig Spaß dabei. Strandpromenade hier erst neu gestaltet wurde, konnte man noch das ein oder andere Baustellenfahrzeug hier sehen. Von Travemünde aus konnte man auch ganz hervorragend auf den Prival schauen und hier, wo die Pfeile sind, da war unser Apartment. Die kleine Einkaufsstraße von Travemünde hat wirklich sehr schöne Häuser und in den meisten Häusern war auch das ein oder andere kleine Geschäft zu finden oder auch ein Café oder eine Eisdiele und ja, in so manchem Geschäft schlugen meine Mädels dann zu. Nach dem Stadtbummel ging es dann mit der Autofähre wieder zurück zum Prival. Auf der Prival-Seite ging es dann wieder zurück zu unserer Wohnanlage, nicht jedoch ohne nochmal einen Blick auf Travemünde zu erhaschen. Wir hoffen, der Film gefällt euch bis hierher und wenn es so ist, würden wir uns freuen, wenn ihr unseren Kanal abonnieren würdet und wenn ihr keinen Film mehr verpassen wollt, dann aktiviert doch einfach die Glocke. An diesem Tag
Tag konnte man auch mehrmals die Flieger der Bundeswehr hier üben sehen. Nachdem wir ja ganz schön gewandert waren, war es dann auch Zeit für eine kleine Stärkung. Wir waren an diesem Abend in der Markthalle, wo es wirklich leckere Sachen zu essen gab. Bei den Pommes konnte man sich überlegen, ob man ein halbes Pfund haben wollte oder ein Pfund. Mit meinem Pfund lag ich deutlich über dem, was ich essen konnte. Wir waren gerade mit dem Essen fertig, da änderte sich das Wetter. Die ersten Wolken zogen auf und danach ging es so richtig los mit Sturm, Regen, sodass wir unsere Tische und Stühle festbinden mussten. Aber kurz danach war der Spuk dann wieder vorbei und wir erlebten einen wunderbaren Sonnenuntergang. Das soll es dann auch für dieses Mal gewesen sein. Wir hoffen, der Film hat euch gefallen und ihr seid auch nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin gilt, bleibt oder werdet gesund.